Servus, was soll ich? Hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute hier ein Unimog vorstellen von TSL Modding. Bergrettungs-Unimog, der kostet 28.350 Euro, 20 Euro Unterhalt, 94 Euro Stunde mit Mietmod. Hier haben wir das gute Stück, ich bin schon mal drin. Jetzt sehen wir mal eine Außenansicht an. Leider stimmt hier welche Einträge nicht so ganz, weil wenn man hier so schaut, sieht man jetzt die hier Feuerwehrleute drin sitzen. Und welche nach hinten, der ist nicht richtig verarbeitet. Die Tasten J, K, L, M, N, die funktionieren nicht. So, und die Nummer 9, da kann man hier die Reifen wechseln. Das funktioniert. Dann das Arbeitslicht vorne mit Nummer 5. Nummer 6 hinten, man sieht es jetzt bei den Bäumen, drehen wir jetzt mal rüber. Dann hat man hier mit Nummer 8 das Horn, 7 hat man da auch nochmal ein Horn. So, starten wir mal. Waschbar ist er auch nicht. Hier schon mal durchgefahren. Er lässt sich so ja gut fahren. Hinten hat er bei der Tür hier ein bisschen was Texturmäßiges. Sieht aus wie ein Riss oder was. Haben sich mal, wenn es nicht geht, Rückfahrlicht ist auch da, wo auch keins ist, wie Zusatzscheinwerfer. Das normale Licht. Blinker. Funktioniert. Jetzt hätte ich Rundumleuchte einschalten. Da hat was klacken gehört, aber das war falsche Taste, sorry. Gehen wir in die Innenansicht. Lenkrad, ja, funktioniert. Drüben ist noch ein Lenkrad. Wie in der Fahrschule. Beim Militär. So. So, fährt locker 90 km/h. Jetzt fahren wir mal die Grube, schauen, was da so leisten kann. Ich meine, geländemäßig. Ah, hier geht es ein bisschen runter, ist ein Unimog, wo irgendwo sitzt und aufhockt. Ja. Also bleibt nichts hängen. Das passt ganz gut. Also Reifen, Staub und Spuren leckt er auch. Also geländetauglich ist er. Also er geht hier nirgends an. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde ich mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.